Hallo zusammen, ich befinde mich heute für die Ratsvorschau an historischer Stelle, nämlich im Innenhof des alten Rathauses. Hinter mir seht ihr ein Tor, durch das früher die Droschken in das alte Rathaus gefahren sind. Daran seht ihr auch, dass Mobilität sich im Laufe der Jahrhunderte natürlich immer mal wieder verändert hat und immer angepasst wird auf unsere aktuellen Bedürfnisse. Damit ihr mal seht, wo die Droschken früher geparkt wurden, gehen wir jetzt mal ins alte Rathaus, in die alte historische Wagenhalle. Diesen Einstieg haben wir heute gewählt, weil wir in der kommenden Ratssitzung ein paar Vorlagen zum Thema Mobilität haben, die ich euch gerne vorstellen möchte. Wie immer, drei Punkte, ihr kennt das ja. Erstens sprechen wir im kommenden Rat über den sogenannten Nahverkehrsplan. Das bedeutet, dass wir ab dem Fahrplanwechsel im Dezember hier in Bonn mehrere Maßnahmen unternehmen, um den Nahverkehr attraktiver zu machen. Beispielsweise wird die Linie 634 künftig halbstündig fahren von morgens bis abends. Dann gibt es noch eine neue Haltestelle an der Marikalestraße Ecke Baunscheidallee, weil dort viele neue Arbeitsplätze entstanden sind. Und für uns vielleicht ganz besonders interessant hier im Rheinland, zu Karneval werden die Nachtbusse deutlich ausgebaut, damit ihr auch alle nüchtern wieder nach Hause kommt. Der zweite Punkt, über den wir sprechen, betrifft ein Thema, das etwas sperrig klingt. Die Sondernutzungsgebühren in Bonn werden angepasst. Sondernutzungsgebühren zahlen alle gewerblichen Anbieter, die im öffentlichen Straßenraum Platz beanspruchen als Parkfläche, beispielsweise für Carsharing oder auch für Transporter, die man dort abstellen kann und mieten kann, aber auch für öffentliche Fahrräder oder für E-Scooter. Die Grundlage dieser Gebührenerhebung bezieht sich unter anderem auf ihre Bedeutung für Stadtbild, aber auch auf die Frage, inwieweit sie den öffentlichen Verkehr gegenüber dem Individualverkehr stärken. Das ist natürlich für uns ein Kriterium, das wichtig ist. Zum Thema Carsharing werden wir euch in der nächsten Zeit noch sehr viel mehr erzählen, dazu an anderer Stelle mehr. Und die dritte Vorlage, die mich persönlich ganz besonders freut: Wir haben als Ratskoalition vereinbart, in Bonn flächendeckend Fahrradstraßen einzurichten. Fahrradstraße bedeutet, es gibt viel mehr Platz für Fahrräder. Parken ist künftig nur noch in bestimmten, auch abgegrenzten Bereichen erlaubt und Gehsteige sind 1,50 Meter mindestens breit. Fahrradstraßen sind dann Fahrradstraßen, wenn die Spur dort mindestens 4,50 Meter breit ist. Und damit ihr mal seht, was 4,50 Meter bedeuten, haben wir euch hier mal diese Fläche abgesteckt. Ihr seht hier am Boden einen Zollstock. Von der Ecke hinter mir bis zum Zollstock, das sind 4,50 Meter. Und das ist schon Platz satt für Fahrradfahrer. Soweit zur kommenden Ratssitzung. Heute war es mal etwas länger. Ich freue mich darauf, euch am Dienstag, den 13. Juni ab 17 Uhr auf YouTube zu sehen. Guckt mal rein, es gibt noch viele andere spannende Themen. Bis dahin und tschüss.